Heute taucht ein Präriehund auf. Bimbo, der Orang-Utan, bettelt. Und Ameisenbär Barrios klettert. Nandi. Nach missglückten Versuchen der künstlichen Befruchtung soll sie nun doch auf natürlichem Wege schwanger werden. Na, Maestro? Morgen. Mit dem Dugu. Ja, mit der künstlichen Befruchtung haben wir gesehen, dass es eben doch nicht ganz so einfach ist, den Tag zu treffen. Und uns einfach die Zeit jetzt davonläuft. Und so hoffen wir, dass die Tiere das vielleicht doch eher miteinander ausmachen können. Nebenan hat's ja auch geklappt. Morgen, Engelchen. Na, Sarafine wird die ganze Geschichte heute nichts angehen. Die ist schon schwanger. Hm? Mit ihr haben wir das ja im letzten Jahr ähnlich gemacht. Wir haben sie dann jeden Tag mit den Bullen zusammengelassen. Und das hat bei denen dann eben so gut geklappt, dass sie eben aufgenommen hat. September letzten Jahres. Und ja, wird sie dieses Jahr Anfang Dezember in Jungtier bekommen. Und dasselbe soll mit Nandi jetzt auch passieren. Was Frank dafür tun kann, was will er tun? Bereitet das Rendezvous akribisch vor. Frühstück beendet? Ja. Also was im Bauch. Kannst du erstmal raus. Ja, jetzt werden wir erstmal zeigen, was wir draußen gebastelt haben. Also Schieber auf, Türen auf, Seile raus. Und da soll sie erstmal draußen ein bisschen rumlaufen, sich alles angucken und natürlich auch ihren Geruch ein bisschen verteilen, dass der Bulle dann was zum Suchen hat. Und da schauen wir mal. So, machen wir auf, lassen wir mal raus. Nandi dreht die erste Runde. Na, fein. Noch ohne Dugu. Da schauen wir mal, was er macht. Was man eben so alleine macht. Aber trotzdem wichtig für Franks Programm. Schritt für Schritt. Zum Liebesglück. Wenn die Nashörner gut miteinander können, sage ich mal, so wie Dugu und Sarafine, dann muss man das nicht machen. Hier ist es bloß, dass sie sich eben nicht so sympathisch sind, die zwei. Die Nandi scheint doch da zu dominant zu sein und lässt sich von ihm dort schlecht unterkriegen zur Paarung. Und deswegen versuchen wir es eben jetzt mal so. Mal sehen, ob wir da besser mitfahren. Na, ein Quickie wird das hier nicht. Totenkopfäffchen, eine wilde Bande, sehen so harmlos aus und lieb. Aber wehe, man kommt ihnen zu nahe, die beißen. Eigentlich leben sie hier auf ihrer Totenkopfäffcheninsel im Gondwanaland. Doch über einen Steg können sie auf die Nachbarinsel klettern und dort mit ihren entfernten Verwandten, den Zoobesuchern, Kontakt aufnehmen. Damit sie nicht abhauen, wird diese Brücke unter Strom gesetzt, frühmorgens, wenn noch keiner zum Aufpassen da ist. Heute hat Micha Ernst den Schalter umgelegt, als erste Amtshandlung des Tages. Wir machen unseren Weidezaun an, das ist ja die Brücke, die als Weidezaun auch funktioniert. Und dann sind die quasi erstmal ohne Besucher die ersten zweieinhalb Stunden hier auf der Insel unterwegs, können noch entweder positive oder halt auf der Brücke auch negative Erfahrungen sammeln, das ist ja gewünscht. Ja, und dann kommen die Besucher und dann sind die schon so ein bisschen ausgetobt, die Affen, haben also schon ihre erste Morgenenergie hoffentlich verballert. Und dann, nach zwei Stunden Frühsport und Frühstück, kann der Tag beginnen. Für Affe und Mensch. Doch Zoolotsen sollen aufpassen, dass die Besucher nicht gebissen werden. Hattet ihr gestern eigentlich Bisse? Nee, ja. Ich war gestern nicht da, so, aber ich glaube nicht. Das ist schön, da war gestern mal Tag ohne. Das ist in Ordnung. Jetzt lassen wir so. Bist du alleine oder kommt noch jemand? Nee, Frau Marx kommt noch. Inga Dauter und Bärbel Marx, heute das Team. Und wie viele Besucher wurden beim letzten Mal gebissen?
Gar keiner. Zumindest nicht, während wir anwesend waren. Erfreulicherweise. Dann ist das, also da kann man im Prinzip die Qualität des Aufsichtspersonals dran ablesen. Keine Bisse, Spitzenleute, ein Biss kann passieren, zwei Bisse kann auch noch passieren. Bei vier Bissen müssten wir mal nachfragen, was die gemacht haben. Ob die wirklich geguckt haben oder ob sie irgendwas anderes observiert haben. Aber wenn keine waren, warst du gestern hier? Nee, gestern mal nicht. Na, mal sehen. Also es ist null Biss zu überbieten. Oh. Also Inga heute. Ja, wenn ihr gut seid. Ja, wir bemühen uns. So, ich gehe jetzt. Null Bisse. Haben die das gehört? Die biologischen Waffen sind gezückt. Der Kampf kann beginnen. Ja, die ersten Besucher kommen. Wir beratschlagen den Baumbestand. Ich gehe mal rüber an meine Position. Guten Morgen. Die ersten potenziellen Opfer. Mal sehen, wie viel es heute erwischt. Seit kurzem ist der Zoo um eine Attraktion reicher. Die Präriehunde. Putzige Gesellen. Anja, willst du zuerst oder ich? No, ich kann drüber machen. Dann können Sie es mir zu reichen. Ich reiche das dann. Jo. Freddy Kuschel. Und Azubi Anja Recknagel. Wehe, ich schaff das nicht auch so elegant hier. Na dann, hopp. Nee, nicht ganz. Ne? Also auf ein gewissen Alter darf man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Und jetzt hier drin Ordnung machen. Wir wollen gerade mal noch ein bisschen hier umdekorieren. Was heißt umdekorieren, aber so das alte Fraßholz rausnehmen. Neues auf. Und die Hütten neu mit Heu bestücken wieder und ein paar Körner verteilen. Und dann haben wir hier eine technische Einrichtung, die möchte ich also auch mal noch ein bisschen entschärfen. Wir laufen mal vorsichtig hier so lang. Das zeige du hier, ich dort. Jo. Im Reich der Präriehunde darf man sich nur ganz vorsichtig bewegen und am besten nichts wiegen. Ja, die legen also jetzt sehr intensiv Gänge und Gräben schon unten an. Und wenn man hier einbricht, nicht so günstig. Erstens mal, dass man sich natürlich selber verletzt, zum anderen aber, dass man Tiere natürlich unten verschüttet, wenn die in ihren Gängen sitzen. Es sind ausgesprochene Grabekünstler, man sieht's. So, haben wir? Ja. Gut, dann erst die oder erst die? Mama ist die. Frisches Heu für die Vorratskammer. Oh, hier wohnt einer, ne, guck an. Na, was machen wir jetzt? Nandi hat gerade ihre Ehrenrunde gedreht. Ja, Dickerchen. So eine Runde spazieren gehen. Mhm. Jetzt ist der Bulle dran. Also dasselbe Spiel mit Dugo, jetzt was wir mit Nandi gemacht haben. Bloß erst mal rumlaufen lassen, gucken lassen. Schauen wir mal. Ja, vor dem Liebesspiel kommt das Geduldsspiel. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Typisches Verhalten, Revier markieren. Wenn wir irgendwo ankommen, wo es nicht nach uns riecht, wird mit den Hinterbeinen dann der Kot breit geworfen. Ja, so markieren Nashornbullen ihr Territorium. Nicht nur mit Urin, sondern auch so mit Kot, der dann breit geworfen wird und durch das Schleppen der Füße dann auch fest gestampft wird. Das sichert eine größere Haltbarkeit der Reviermarkierung, ist allerdings im Zoo nicht ganz so praktisch, weil wir müssen es wieder wegräumen. Dugo
will sich's schon mal gemütlich machen. Ja. Muss aber wieder rein. Igerchen, komm mal her, komm, fein. Das Rein-Raus-Spiel. Dugelein, komm mal hier, komm. Komm mal hier, komm, fein, komm, mein Guter, komm. Wäre schön, wenn das anders abliefe. Ja, du musst sogar ranzukommen, mein Gott. So, zu. Jo. Wann ist es denn nun endlich soweit? Felicitas. Die Ameisenbärdame liegt meist in ihrer Kiste. Eine richtige Schlafmütze. Nebenan schmachtet ihr Gatte am Gitter. Barrios heißt er. Wie der Fußballspieler. Bislang waren die beiden immer getrennt. Das soll sich heute ändern. Jetzt wecken wir erstmal das Weibchen auf und dann ziehen wir einen Schieber auf, dass wir zusammen können. Timo Gessner und Maria Grüger wollen die beiden zusammenlassen. Nachwuchs wäre schön. Hey du. Guten Morgen. Felix. Ich mache hier die Kiste auf, dass falls er kommt, kann sie oben rausklettern, damit sie da nicht in so einer Falle steckt. Na du. Gut. Du bist ja schon wach. Hallo, hallo. Warte mal, beobacht. Ja, gut. Nee, lass es doch stehen. Achso. So. Wenn es aufgeht. Doch bevor Felicitas jetzt gleich Besuch bekommt, noch ein paar Vorbereitungen. Einen zweiten Schrubber und ein paar Handschuhe. Holst du? Jo. Gut. Timo und Maria. Eine Art Schiedsrichter. Gut. Sie müssen dazwischen gehen, wenn es haarig wird. Sicherheitshalber ein paar Handschuhe und einen Schrubber da, falls man die doch mal trennen muss, weil Tamanduas, die können sich schon ziemlich heftig bekämpfen, weil die so scharfe Klauen haben. Und ja, im Fall eines Falles können wir so einfach schneller reagieren. Gut, dann kannst du schon die Schieber aufmachen. Na dann, los. Sie ihn aber auch noch nicht. Aber von hier irgendwie wirkt er ein bisschen kleiner als sie. Aber er riecht sie auf jeden Fall. Aber es könnte gleich Ärger geben. Na sicher, sicher, jetzt, wo er vor der Kiste sitzt. Und jetzt bekommt sie ihn auch mit. Genau. Keine freundliche Begrüßung. Barrios geht ganz schön stürmisch zur Sache. Muss man sich da jetzt Sorgen machen? Sie sind jetzt hinten in der Kiste natürlich ein bisschen eingeengt, weil er den Eingang blockiert. Aber deswegen haben wir ja einen Deckel aufgemacht. Also falls er reinkommt, kann sie auch rausklettern. Das ist jetzt kein Problem. Der nächste Angriff. Hier. Steffen Thies, auf der Suche. Was bist du noch hier? Komm her. Aha, okay. Alles in Ordnung. Sag mal so, ich muss ja heute hier nun alle drei Vögel. Wir haben hier drei Vögel hier drin. Das ist eigentlich ein Laufhühnchen hier drin. Ein Brüllenvogel, also einen japanischen Brüllenvogel und eine Rotsternangare. Und die sind hier drin. So, und ich muss ja aber erst mal gucken, wo die überhaupt sind, weil mich irgendwie habe ich immer gefühlt, die wissen, was sie ja bevorsteht. Und die haben sich ein bisschen verkrochen oder versteckt, sagen wir mal so. Und jetzt muss ich sehen, dass man die erstmal rauskriegen, weil die Voliere wird hier ausgeräumt und wird neu gemacht. Das Laufhühnchen, Kandidat Nummer 1. So, dann werde ich mal die Aktion mal loslegen. Und ich mache erstmal die Türe zu und gucke erstmal, ob ich erstmal unten das hier kriege, ne? Ja. Und dann kommt hier rein. Genau, kleine da rein, ja. Machen wir das Laufhühnchen da rein. Azubi Johanna hilft von draußen. Hinter diesem großen Stamm. Soll ich vielleicht auf die andere Seite noch? Nee, warte mal. Müssen wir es mal so sehen. Zeig mir mal, wo er ist.
klemmt dazwischen. Da drüben? Zwischen Tür und Stein. Ich glaube, der ist ziemlich fertig mit den Nerven. Das ging ja zügig. Ja. Und da hingucken. Haut noch hin, das ist blau 4. Okay. So. Schon. So ist erstmal der erste. So, jetzt steige ich in der Barriere ein. Ich hoffe, die anderen machen auch schnell mit. Weil, wie gesagt, bei so einem kleinen Piepsand, die kann man jetzt nicht unendlich jetzt jagen oder sowas. Oder, weil irgendwann ist der Kreislauf dann auch mal bei denen hinüber. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen relativ zügig das machen. Zügig ist immer so eine Sache. Ne? Also, ich versuche mein Bestes, den rauszukriegen. Hi. So groß habt ihr auch noch niemand gesehen, ja? Ja. Bei dem Totenkopfäffchen muss Bärbel Marx schimpfen. Sozusagen beruflich. Aufpassen. Auf die kleinen Affen. Und auf die großen. Ja, ein bisschen Abstand, schön Abstand halten, sehr schön. Nicht so nah dran. Ach, Inka kommt schon. Gut, Vorsicht, hinter Ihnen war einer, der hat ganz interessiert. Sie haben Ihre Tasche geöffnet, machen Sie die mal lieber zu. Mal ein bisschen Abstand halten, ja. Oh, das war nicht gut. Nee, der ist hier drüber gelaufen. Der soll nicht auf dem Fußboden langlaufen. Der soll springen. Kann man sich den Mund fusselig reden. Die hören einfach nicht. Oh, hinter meinem Rücken. Schrecklich. Ja, die sind wirklich richtig frech hinterm Rücken des Zoolotsen machen die unerlaubte Dinge. Ist nicht leicht für Bärbel. Und das Schlimmste, nicht nur die machen unerlaubte Dinge. Auch die. Die Affen bitte nicht anfassen. Ertappt. Doch dann ist erstmal Pause. Na du, deine Kumpels, die warten. Die Totenkopfäffchen ziehen sich zurück. Ja, jetzt. Auf ihre Insel. Und Zwischenstand? Wie schaut's aus, ja. Im Moment machen sie Mittagsruhe. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Die werden sicher gleich noch mal hier rüberkommen. Bestimmt. Und dann sind sie richtig ausgeruht und voller Kraft. Dran. Im Reich der Präriehunde eine Überraschung. Ja, wir haben eigentlich die Hütten gleich am Anfang hier reingestellt, damit hauptsächlich das Heu trocken bleibt. Nicht unbedingt, dass sie hier zum Wohnen einziehen, aber wenn sie es natürlich so nutzen, auch nicht schlecht. Gut, mein Dicker, du musst keine Angst haben. Wir wohnen eigentlich lieber unterirdisch. Die Präriehunde. Ja, es sind schon in großen Kolonien, großen Dörfern lebende gesellige Nagetiere, die aber überwiegend natürlich ihre Grabensysteme anlegen. Wer aufmerksam Indianerbücher gelesen hat, die Pferde sind immer in die Baue gelatscht. Und deswegen bin ich ein kleines bisschen überrascht, dass der sich hier in der Hütte aufhält. Ja, aber wenn es ihm gefällt. Schnell wieder abtauchen. Unterdessen erledigen Freddy und Anja noch ein paar Handgriffe über der Erde. Naja. Ich bin schon fertig. Aber die Anja noch nicht. Also wir hatten vor kurzem erst Weide und Birke. Da haben sie Birke bevorzugt. Da hat man ja einen großen Stamm. Und jetzt kriegen sie mal wieder Weide. Gehen sie gerne dran und kann man sie auch mal schön herrichten. Ja, sehr schön hier. Und trotzdem,
einigen Abenteuerlustigen scheint das nicht zu reichen. Zwei haben wir hier draußen in der Grünanlage gefangen und einer war am vergangenen Sonntag im Geierkäfig, wo wir angesprochen wurden durch die Besucher, ob das lebendes Futter sei. Der muss dort schon zwei Tage gewohnt haben. Der hat nämlich schon eine kleine Röhre sich gegraben unter dem einen Stein. Und wir haben ihn dann also unter Einsatz von Spaten und Schaufel und haben wir dort unten ausgegraben und haben dann hier wieder ordentlich eingesetzt. Ja, die werden uns sicherlich noch ein paar Mal überraschen. Und deswegen habe ich also auch vorhin diesen Holzklotz dort vorne weggenommen, weil es geht ihnen auch das Gerücht voraus oder der Ruf voraus, sie springen relativ weit. Und dort von dem Holzklotz aus wäre es natürlich ein leichtes oder ein relativ leichtes, über die Mauer zu springen und nach draußen zu kommen. Also wollen wir diesen Fluchtweg wenigstens ausschließen. Aber sich am Ende doch wieder einkratzen. Die verständigen sich untereinander auch so ein bisschen durch ein Pfeifen. Und warum die Hunde heißen, die haben einen Alarmruf, der ein bisschen wie Bellen klingt. Deswegen im Deutschen, eigentlich im Englischen, im Amerikanischen auch, Hund. Yes, Prairie Dog. Freddy ist auf den Hund gekommen. Na, das kann ja was werden mit denen. Endlich. Ja, fein, siehst du, fein gemacht. Oh, komm. Steht dem Liebesglück nichts mehr im Wege. Außer vielleicht die Beteiligten selbst. Ja, also ganz typisches Verhalten, wenn so Nasen aufeinandertreffen, wird das mal abgecheckt, wie die Lage ist, auch wer der Stärkere ist. Und das ist auch für die Bullen, auch wenn die körperlich sehr überlegen sind, die sind ca. ein Drittel schwerer als die Weibchen, nicht einfach, sich da durchzusetzen. Sieht alles sehr martialisch aus, ist aber im Endeffekt erstmal nur ein Geplänkel. Ndugu versucht die Atmosphäre aufzulockern. Wir können ja nicht entspannen in solchen Momenten. Wir belauern sich ja dann und man muss auf jede Reaktion des anderen dann schon achten. Das geht denn da auch nicht anders als uns. Wenn uns einer gegenübersteht, der uns nicht zwingend wohlgesonnen ist und wir den die ganze Zeit beobachten müssen, dann ist das für uns auch Stress. Und deswegen eben das Ziel, vielleicht heute mal zu erreichen, dass sie so viel Vertrauen zueinander fassen, dass sie sich mal gegenseitig den Rücken zudrehen. Na, nur nichts überstürzen. Oh, hier. Gibt's ein bisschen Stress. Das erste Zusammentreffen zwischen Barrios und Felicitas. Nicht gerade harmonisch. Die sind ja wie Mars und Venus. Das ist schon nicht so schön. Zu, dass er das Teil jetzt so klappt. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt für heute Schluss. Wir machen jetzt die Kiste zu. Und lassen die dann nochmal zusammen, wenn die beide draußen sind, machen die Kisten vorher zu. Das ist besser. Das lief nicht so gut. Ja, Meister. Ist gut. Hast du den Schieber? Erstmal trennen. Die Streithähne. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass die sich am Anfang oft mal adaptieren so noch mal und dass das ein bisschen Zeit brauchen kann. Das ist ganz normal. Aber auch ein bisschen schade,
Denn wenn's gut gelaufen wäre, hätten sie gemeinsam zum ersten Mal raus auf die Außenanlage gehen können. Aber so? Na, ein feiner. Da muss Barius eben alleine raus. Guck mal hier. Kommt's raus, hm? Soll ich den Schieber zumachen? Nö. Auflassen ruhig. Steffen beim Vogelfangen. Wo geht der? Das ist der Rotstand-Tangare jetzt hier. Rotstand-Tangare? Rotstand-Tangare, genau. Mhm. Ist das ein Weibchen? Sieht aus, vermutlich ein Weibchen, ja. So, ja, halt mal so. Genau. Wunderbar. Kandidat Nummer 2. Fehlt nur noch der japanische Brillenvogel. So. Wollen Sie mitmachen? Nee. Ich guck mir das Elend hier mal von außen an. Freddy Kuschel. Na, hat noch gefehlt. Was sucht er denn? Den Brillenvogel suchen wir gerade. Brillenvogel? Nee, ich sehe ihn nicht. Ich sehe mal so eine Brille. Du bist so nett zu mir. Na gut, der hat sich verkrochen vor lauter Angst, oder du stehst drauf. Komm doch erst mal raus und lass ihn mal wieder noch mal zur Ruhe kommen. Na, das sind ja wertvolle Tipps. Aber was denn eigentlich nun? Ja, wir müssen dann die Einbauten mal wieder rausmachen. Nach oben kann man nicht weg. Nee. Oder halt? Eigentlich nicht, nee. Eigentlich. So, ja, dann weißt du ja, wenn du ihn rausräumst und der flattert draußen rum, dann ist da was passiert. Nämlich eine große Runde. Müsste geben. Aha. Spaß. Also, alles raus hier. Na? Der hat sich garantiert irgendwo in den unendlichen Gestrüpp hier verstreckt. Versteckt. Das ist jetzt eine strikte Planänderung, weil das. Ja, das passt mir zwar jetzt nicht so, dass wir das Kleeful machen müssen, ja, aber der Vogel muss ja irgendwie raus, ne? Und. Ja. Der ist aber nicht da. Müssen wir mal gucken. Müssen wir höllisch aufpassen, dass was, wenn was flattert, das ist doch der Vogel. Genau. Ist auch ein Nest. Orang-Utan-Mann Bimbo. Seit mehr als 11 Jahren lebt er schon im Leipziger Zoo. Und all diese Jahre verbindet ihn eine Männerfreundschaft mit Frank Schellhardt. Aber immer, wenn der kommt, muss Bimbo erstmal zeigen, was er drauf hat. Imponiergehabe. Ganz normal bei Männern. Hey, mach den nicht kaputt, Digga. Bimbo und Frank Schellhardt. Zwei Männer, die sich auf Augenhöhe begegnen. Frank hat hier oben das Sagen. Und Bimbo da unten, bei den Affen. Erster unumstrittene Chef. Das gibt zwar in Orang, es gibt bloß einen Chef. Das ist immer der große Mann. Ja, und da. Also da traut sich auch keiner ran, an Bimbo. Das ist also ist ein sehr, sehr schöner Mann, ne? Ein sehr, sehr liebevoller Mann, sehr ruhiger Mann, muss man sagen, obwohl er jetzt auch immer mal reagiert. So. Und Bimbo hat schon einiges erlebt in seinem Leben. Auch eine echte Tragödie. Der ist aus Frankreich, haben wir den geholt. Dort ist also, die haben also auch eine Außenanlage gehabt. Und da ist seine Familie durch was auch immer, also das Kind hat am Graben gespielt und ist in den Wassergraben geraten. Ja, dann ist die Mutter praktisch ihren Kind hinterher. Ja, und beide sind ins Wasser geraten, ja, und der Bimbo hat also noch die Mutter aus dem Wasser herausziehen können. Also er hat ihr geholfen, ja, trotz des Stromdrahtes. Da sieht man, also ich da denke dann immer, man sieht da also wie charakterstark. Ja, das Tier dann eben, dass er überhaupt das gemacht hat, trotz des Stromes, dann noch praktisch sein Weibchen dort rauszuziehen. Leider hat sie eben dann bloß noch 4 Stunden gelebt. Bimbo, schon ein besonderer Kerl. Werden wir gleich mal 2, 3 Pellets hinschmeißen. Bimbo,
Bimbo! Komm, guck mal. Du nicht beleidigt. Extra Leckerlis hat Frank für die Affen mitgebracht. Jetzt geht's los, ja. Die Jagd. Die mögen sie besonders gerne. Eine Spezialanfertigung für den Leipziger Zoo. Ja. Das ist Lieblingsfutter. Das sind so Getreidepellets. Und wir haben bei der Firma noch darum gebeten, ob die uns Bananengeschmack reinmischen können. Da muss man natürlich eben gleich so und so vier Säcke abnehmen. Und das ist praktisch wie die Praline für die Affen. Ne? Und für Praline? Da vergisst auch ein Orang-Utan-Mann mal kurz seinen ganzen Stolz und geht betteln. Bimbo? Ey! Ja, also er guckt nicht direkt hoch, das macht er nicht, sondern er guckt bloß so aus dem Seitenwinkel. Er hat hoch geguckt, was da ist, und jetzt wird er sofort sehen, wie das Ding angeflogen kommt. Ne, hast du die Brille vergessen, das sehe ich von hier oben, ne, genau. Und noch eine Besonderheit. Sieh hier, Minnie, eine Gibbon-Dame, darf mit den Orang-Utans auf einer Anlage leben. Und auch sie will Pralinen. Die Minnie kommt jetzt auch gleich mal mit hierher. Die geht jetzt ganz oben auf den Baum und versucht jetzt dann etwas zu erbitten. Die weiß, dass wir Pfleger ihr was zuschießen. Ja, es fordert sie uns auf. Nun machen wir, machen wir. Und dann versuchen wir mal einen hinzuschießen, dass sie den fangen kann. Pass auf. Nein, das war nichts. Halt. Upp, war der Nächster. Auch nicht. War der noch einer. Pass auf jetzt. Jetzt klappt's, Mini. Das Rendezvous bei den Ameisenbären ist missglückt. Barius muss nur alleine raus. Na komm. Na komm. Barius. Fühlt sich auf jeden Fall wohl. Er gräbt schon ein bisschen, findet alles erstmal schön, weil es neu ist. Viele neue Gerüche auch. Da an allen Ecken riecht das jetzt erstmal interessant für den. Für mich persönlich ist das immer so das Schönste eigentlich, wenn man dann endlich sieht, wie so ein Tier auf eine schöne Anlage kommt. Na, da bist du ja wieder. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Großer Mann. Das ist geil, ne? Kannst du rumwühlen, ne? Die ganze Kraft auslassen mal. Die einzige Befürchtung bei Maria und Timo ist, dass er irgendwo hochklettert. Oh. Da hochklettert, kriegen wir nicht mehr runter. Es gibt Fälle, wo kleine Ameisenbären vom Baum fallen und so ums Leben kommen. Das ist schon heikel. Barius, kommst du auch wieder runter? Oh, dicker, 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 der Ast wird enger. Ach, das ist schon okay. Wenn er von da mal fällt, passiert auch nichts. Er darf nur nicht noch höher steigen. Schon geil. Na, was ist? Kommst du wieder runter? Okay. Runtergerobbt. Alles noch mal gut gegangen. Zum Glück. Hier ist nichts gut. Vom Brillenvogel keine Spur. Stillruder See hier, keine Ahnung. Ist der versehentlicherweise doch rausgeflogen, dass der jetzt hier rumschwirrt? Nee, also vorhin das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, ist er hier gegen die Scheibe geflogen und dann wieder nach oben. Ja, aber wo ist er nun? Oben? Oder? Irgendwie unten, unten. Dass da unten
hinten irgendwo in der Ecke hängt. Guck mal bitte. Ja. Da muss er hier irgendwo sein. Ruben Holland, noch ein Helfer. Der Brillenvogel ist verschwunden. Der war noch vor ein paar Sekunden da und jetzt ist er weg. Und wenn er da oben im. Haben sie da oben im ja, hab ich schon geguckt. Nix. Der war vor ein paar Minuten noch da. Der schwirrte hier rum. So, und dann war er verschwunden. Ich will es aber. Also und da oben in dem Stück vom. Hab ich auch schon geguckt. Ja. Hier ist nicht. Wenn er sich ganz oben übers Holz gequetscht hat. Hab ich auch schon geguckt. Uiuiui. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Toll. Oh Mann. Na, jetzt können wir wenigstens sagen, er ist weggeflogen. Nee, nee. Aufgeben ist nicht. Sie müssen unten gucken. Schaben werden sie. Man kann hoffen, dass der Vogel sich da irgendwo, warum er immer in der Ecke sich da verkrümmelt hat. Also irgendein Loch, was wir nicht wissen. Also ich weiß es nicht. Oder ist da vielleicht doch mal herumkrümmelt. Da ist er. Draußen? Ja. Ja. Der Flüchtling. Ertappt. Er sitzt jetzt direkt hier oben. Er fliegt hier im Vorraum rum. Ruben nimmt die Sache jetzt selbst in die Hand. Auch lange, wenn sie ich krieg jetzt ein Bier ausgegeben. Ja, danke, danke. Ist da rennt irgendeine Maus hier rum. Aber sind Sie nicht sicher, war das der Brillenvogel? Ja, ja. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Ich kann auch. Ich geh mal von der anderen Seite. Was dann passiert, grenzt an Zauberei. Wieso denn auf einmal hier? Ich hab ihn. Das ist ja Magie. Ich hab ihn. Da oben ist mein. Nee. Soll ich mal gucken. Ist er beringt? Ja. Er ist hier unten durch, oder? Er ist durchgeflogen und dann ist er hier raus und gegen eine Scheibe habe ich ihn gekriegt. So. Er lebt noch, er ist fresh. Rein mit dem Vogel. Ruhe jetzt. Zu machen. Ich will vom Brillenvogel nichts mehr wissen. So. Dankeschön. Dankeschön, kein Problem. Scheiße. Schnell ins Übergangsquartier. Morgen. Morgen. Und? Geschafft. Wunderbar. Geil. Dankeschön. Okay. So, Ruhe, Schluss, alles vorbei. Fazit dieser Geschichte. Die vergisst man ganz schnell wieder. Na ja, letztlich ist es ja gut gegangen. Hier Teil 2 der Akrobatik. Wird doch nicht. Na ja, ist ja auch gar nicht so leicht. Gucken wir jetzt hier. Jetzt hat's, ne? Ja, das ist so ein kleines Ding auf die Entfernung. Das ist für uns schon, dass wir da hintreffen überhaupt. Mini. Sie ist wie eine Tante für die kleinen Orangs. Die tut sich also sehr gut um die Orangjungen mit kümmern. Ne? Die befummelt die mit und macht da, also das ist schon schön, das ist eine gute Beschäftigung mit für die Orangs. Tante Mini will jetzt aber noch ein paar Pralinen. Wie die anderen auch. So, da kriegt jeder mal was. Ein bisschen verteilen. Also da kennen sie keine Freunde her bei sowas. Ne? Dass die auch mal noch was kriegt.
schöne, intakte Affenfamilie. Wir hatten also das ganz, ganz große Glück, dass wir vor 2 Jahren 3 Geburten hier drin hatten in der Gruppe. Und das sind natürlich jetzt die Kleinen, die sind jetzt 2 Jahre alt und sind natürlich jetzt so richtig, richtig fit und klettern selbstständig mit und spielen untereinander mit, spielen natürlich auch wunderschön mit der Mini oder die Mini mit den Kleinen. Und Bimbo, der Chef, wacht über allem. Dass wir den Bimbo so als guten, ruhigen Mann haben, der sogar mit den Kindern spielt, also das ist natürlich eine Sensation. Für uns natürlich ideal, dass es so zusammenpasst, dass die ganze Gruppe zusammenleben kann. Frank Schellhardt, ein echter Fan von Bimbo. Und Bimbo, ein Fan von Pralinen. Ja, er denkt, das geht jetzt so weiter. Ja, die sind alle die Pellets, Bimbo. Irgendwann ist Schluss. He? Gucke hier. Hey, die Tasche ist leer. Hier. Alle ist alle. Da hilft kein Betteln. Ja, da sind sie schon ausgeschlafen. Jetzt haben die Kumpels ausgeschlafen. Na, dann kann es ja wieder losgehen. Mal ein bisschen zurückgehen vom Geländer, dass sie dort freie Bahn haben. Du sollst eigentlich nicht hier draußen rumlaufen, junger Mann. Hm? Genau. Und dann passiert doch noch, was nicht passieren soll. Inga versucht noch, es zu verhindern. Zu spät. Einen von den Großen hat's erwischt. Aber es erwischt. Das ist der Tod. Wir müssen es notieren, ob sie wollen oder nicht. Sie sind aber sicher sozusagen. Also gegen die Affen besser im Einen, dafür sind sie aber sicher. Und tut's weh? Nein, ich werde es überleben. Höchstwahrscheinlich. Ja. Sieht es bei Ihnen mit Tetanusschutz aus? Grundstandkampf? Sieht gut aus, oder? Keine Ahnung. Sollen Sie sich mal. Sind Sie aus Leipzig, oder? Nein. Wenn wir mal zum Hausarzt Spritze geben lassen, wie das der Finger mal abfällt. Ne? Okay. Weil die Affen haben eine Eigenart, die können sich mit dem eigenen Urin einschmieren und das ist falsch in der Wut nicht so, nicht so sinnvoll. Okay? Gut. Höchst gefährlich. Die Ehefrau denkt dran, da geht zum Arzt und lässt die Spritze geben. Ja. Gut? Okay. Viel Spaß noch. Danke. Ciao. Jetzt geht er wohl erstmal Hände waschen. 1-0 für die Affen. Naja. Ist ja lange nichts passiert. Oh naja, so ist es nicht mehr. Nee. Wenn ich hören will, muss ich fühlen. Wie gesagt, manchmal sind sie so schnell und dann springt man noch die Besucher an von hinten fast. Schnell, manchmal zurück und trotzdem. Hab's ja gesehen. Wie er gezuckt hat. Nee, das war nicht zu verhindern. Aber Vorsicht. Sie haben sich schon ihr nächstes Opfer ausgeguckt. Am nächsten Tag bei den Nashörnern. Zusammen mit den Außentemperaturen hat sich das Temperament der Nashörner deutlich abgekühlt.
Und wir werden also heute kein Nashorn züchten, so wie es aussieht jedenfalls. Ist ja nicht Ende aller Tage. Kann morgen weitergehen. Die Berechnungen sind ja immer nur ungefähr etwas. Wir werden auf alle Fälle weitermachen. Wer keine Ausdauer hat, wer keine Geduld hat, bei sowas wird er nichts erreichen. Wir machen einfach weiter. Wir werden sie jetzt täglich zusammenlassen, sehen, was passiert. Und schauen wir mal. Das wird schon noch werden. Und jetzt werde ich erstmal was füttern. Das ist wenigstens was. Naja, fressen ist die Wollust des Alters. Also ich hoffe nicht, dass es daran liegt. Das wird schon noch. Frank bleibt Optimist. Ja, Maestro, hier. Hast du was? Stellt sich die Frage, wer hat hier im Endeffekt den längeren Atem? Es ist keine Kraftprobe, aber vielleicht kann man sagen, wir lassen die jetzt so lange zusammen, bis die schon aus lauter Verzweiflung anfangen zu decken. Damit wir unseren Willen haben, muss sie ihre Ruhe. Ach so. Na dann. So, dann schauen wir mal nach der anderen. Na, Engelchen? Serafine braucht in ihrem Zustand auch Zuwendung. Du, ja, fein, ne? Geht's uns gut, ja. Ja. So eine Schwangerschaft ist ja ein schweres Brot, ne? Da freuen wir uns schon. Das ist schon ganz okay. Und weil ich vor uns gerade gesagt habe, man muss warten und Zeit haben und Geduld. Bei ihr haben wir mal auch das Dreifache an Zeit damals gebraucht. Wir hatten gerechnet und gemacht und gesagt, den und den Zeitraum machen wir das. Und dann haben wir einfach weitergemacht und haben ungefähr, wie gesagt, das Dreifache gebraucht, bis das dann endlich geklappt hat. Und haben wir das bei der geplant, wird das mit der anderen auch werden. Für die schönen Dinge sollte man sich eben ganz viel Zeit lassen. Wenn sich die Schwangerschaft soll und darin erschöpfen, dass er liebesbedürftig wird, ist es angenehm. Oh ja. Mähnenwölfin Christa. Sie muss gleich das erste ihrer vier Kinder ziehen lassen. Dafür rückt von hinten ein Großaufgebot an. Wir müssen jetzt mal die Transponder von den beiden weiblichen Mähnenwölfen ablesen, von den Jungtieren, weil wir eins von den beiden Tieren reserviert haben für einen polnischen Zoo in Warschau. Und da müssen wir jetzt mal nachgucken. Was sind bereit? Professor Eulenberger. Das Licht blendet. Ich sehe den gar nicht. Auge in Auge mit dem Wolf. Ob das hier der richtige Kandidat ist, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Außerdem Aufregung bei den Gänsegeiern. Und Kopaschi, der Tapir, wird von zwei Männern flachgelegt. Das und vieles mehr bei Elefant, Tiger und Co.